Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin im Hafen von Palma de Mallorca und es geht für mich jetzt auf die Kreuzfahrt, auf die Entertainment-Kreuzfahrt Stars del Mar. Also seid gespannt, was man alles so erleben kann. Ich glaube, die Leute, die wissen schon, wenn die mit Stars del Mar auf so ein Kreuzfahrt geht, es ist ein volles, tolles Programm, ne, was die dann bekommen. Es ist wirklich schon anders als eine normalen Kreuzfahrt. Ne? Man geht drauf, man hat Aktivitäten, aber man hat Mahlzeiten, alles Mögliche. Hier wird so viel angeboten. Star, genau. Jeden Tag ein anderes Star, jeden Tag andere Aktivitäten. Auch diesen Kinderbereich ist fantastisch für Leute, die auch die Kinder mitbringen wollen. Es ist wirklich also ein buntes Programm, definitiv. Stars del Mar 2018 ist zu Ende und ich bin begeistert. Das erste Mal dabei gewesen bei der Entertainment-Kreuzfahrt und es ist tatsächlich den ganzen Tag was geboten. Tolle Workshops, Tanzkurse, jeden Abend ein hammergeiles Konzert und natürlich die wunderbare Kulinarik von Mein Schiff, von TUI, also wirklich auch tippitoppi. Und es wurde auch schon bekannt gegeben, wer 2019 der Headliner ist. Es sind die fantastischen vier. Ist das nicht fantastisch? Also auf jeden Fall jetzt schon Karten sichern. Ich verlinke euch unten mal in der Infobox alle Infos, denn ich bin mir sicher, die Kabinen werden sehr, sehr schnell weg sein und ab 1000 Euro gibt es schon diese Entertainment-Kreuzfahrt für pro Person. Das sind 4 Tage und jede Menge wirklich geboten. Also ich bin echt begeistert. Ich dachte, mir gefällt das nicht. Ich dachte so, so Dauerbespaßung, aber ist es gar nicht. Man kann so vom Schiff hier immer so ein bisschen ausweichen und ihr habt ja auch gesehen, es ist richtig geile Stimmung hier gewesen. Also ich bin richtig traurig, dass ich jetzt schon heim muss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also einfach mal draufklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.